Ja, es freut mich, dass ich meine Bewerbung zum Spitzenkandidaten schon so schnell in den einzelnen Landesebenen, KV-Ebenen durchgesprochen hat. Ich habe auch schon die ersten Anfrage aus Niedersachsen bekommen und aus anderen Regionen, wie ich es denn mit der Greenpeace-Frage zum Endlager-Suchgesetz halte, weil es da wohl offensichtlich Unstimmigkeiten zwischen einem BDK-Beschluss und dem Handeln der Parteispitze gegeben hat. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Experte in Sachen Nuklearenergie und so weiter, aber darum geht es in diesem Fall auch nicht, sondern es geht einfach um politische Konsistenz zu dem, was beschlossen wurde. Und da wurde beschlossen in Freiburg 2010, und da war ich selbst dabei und habe dafür auch abgestimmt, nach den Kriterien des AKW End kann Gorleben genauso wenig Standort im Vergleichsverfahren werden, wie die gescheiterten Standorte Asse und Morsleben solchen Kriterien nicht standgehalten hätten. Bündnis 90 Die Grünen werden daher alles daran setzen, innerhalb einer Legislaturperiode die Aufgaben des Endlagerstandortes zu erreichen. Wir wollen den Bau eines Endlagers in Gorleben sofort und endgültig beenden und den Standort rückbauen. So, und das ist eine ganz klare Aussage und das haben die Leute dann natürlich auch verdient, ja. Weil wir wissen ja alle, wie Gorleben zustande gekommen ist. Das ist eine reine ideologische Sache, das hat mit Wissenschaft nicht viel zu tun. Und deshalb ist es ausgeschlossen, dass unter einer grünen Regierung jemals Gorleben oder Asse ins Gespräch für ein Endlager kommen würden. Natürlich brauchen wir die offene Suche in ganz Deutschland nach wissenschaftlichen Kriterien, aber man muss ja auch erstmal wieder das Vertrauen zur Bevölkerung herstellen. Und das stellt man nur her, indem man diese alten ideologischen CDU-Querelen endlich ein Zeichen entgegensetzt und sagen, eure Fehlentscheidungen, die uns jetzt Milliarden kosten, die kommen auf jeden Fall nicht mehr mit ins Programm. Also ist es ganz klar, dass die Grünen niemals werden akzeptieren können, dass Gorleben oder Asse irgendwie in die Diskussion um ein Endlager reinkommen. Ganz klar, wir werden ein Endlager finden müssen und ganz klar, die Leute, die da wohnen, das wird so transparent sein wie möglich und das wird auch eine Entschädigung für die Region mit sich bringen. Aber die Leute sollen dann keine Angst mehr vor diesem Atommüll haben, weil sie wissen, es ist der beste Standort in Deutschland. Und es ist alles transparent. Da spielen keine politischen Interessen rein, sondern dieser Standort wurde nur nach wissenschaftlichen Kriterien ausgesucht. Also wenn es da Unstimmigkeiten zwischen dem gab, was wir auf der BDK beschlossen haben und zwischen dem, was die Parteispitze getan hat, dann tut mir das sehr leid. Aber ich sage ganz klar, diese drei Standorte können nicht Teil der Debatte sein. Danach gerne freie Suche, aber wir müssen das Vertrauen in der Bevölkerung wiederherstellen und das tun wir nicht, indem wir diese alten, ideologisch ausgesuchten Standorte Teil der Debatte sein lassen. So, das war Punkt 1. Und ich hoffe, damit sind schon mal die ersten Anfragen aus Niedersachsen beantwortet. Punkt 2 habe ich heute gelesen, dass es Guido Westerwelle nicht geschafft hat, die Atomwaffen aus Deutschland herauszubringen. Ich erinnere mich noch daran, wie Barack Obama in Warschau von der atomwaffenfreien Welt gesprochen hat. Und wenn der Deutsche Bundestag sich mehrheitlich dafür entscheidet, dass keine nuklearen Waffen von anderen Verbündnismächten hier gelagert werden, dann ist das verdammt nochmal auch zu akzeptieren. Wir sind gerne in der NATO, sagen wir es mal so, ja, wir erfüllen auch gerne unsere Pflichten und tun dann auch gerne in anderen Bereichen. Aber welche Waffenarten wir wählen zur Verteidigung, das soll gefälligst uns überlassen sein. Wir wollen diese nuklearen Sprengköpfe nicht, weil wir diese Form der Kriegsführung ablehnen und weil sie uns zur Zielscheibe machen, und zwar zur ersten Zielscheibe. Die NATO muss sich zum atomwaffenfreien Kampf bekennen, sonst gibt es keinen Ausweg. Wir müssen vernünftig sein und dann haben wir eben keine Atomwaffen, aber wir haben auch den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben und das sollen unsere Bündnispartner gefälligst akzeptieren. Sie können ihre Standorte hier behalten, sie können sie auch dicht machen, ist mir egal, aber sie können nicht hier Atomwaffen lagern und damit das Leben von uns allen gefährden. Das ist eine Frechheit, das ist eine Frechheit und das würde ich Obama auch so ins Gesicht sagen. We don't accept your nuclear weapons here in Germany. Please take them back. Remember your words from Warschau, I don't know, 2009 or something. Ja, das kann nicht sein. Das sind zwei Punkte, die mich aufregen. So, jetzt kommen wir zum positiven Teil, denn ich bin ja jetzt die letzten zwei Tage unterwegs gewesen. Ich war in Coburg, jetzt gestern war ich in Traunstein in Bayern unterwegs für die Bundestagskandidatur am 8. Dezember. Es war wirklich sehr, sehr nett. Die Leute haben mich sehr nett aufgenommen. Es wurden kritische Fragen gestellt, aber keine bösartigen Fragen. Die Stimmung war sehr konstruktiv. Wir haben richtig Spaß gehabt, richtig toll diskutiert. Ja, und jetzt bin ich hier in Nürnberg und hoffe, dass es gleich hier beim Grünen-Treffen so weitergeht. Ich fahre auch gerne in andere Landesverbände jetzt als Spitzenkandidat. Ich muss mal gucken, wie ich die Mittel dafür kriege.
Crowdfunding würde mich sehr freuen, auch wenn alle Spender natürlich namentlich mit der Summe erwähnt werden müssen. Ja, ist ganz klar, das ist Selbstverständnis. Aber wenn ich die Mittel habe und ich bei irgendwem Couchsurfen kann, fahre ich gerne durch ganz Deutschland. Ist überhaupt gar kein Problem. Ich komme vorbei. Ja, ich komme auch zu den Spitzenkandidaten-Treffen. Bin ich dabei, weil ich mich darauf freue. Und weil ich einfach glaube, dass wir so in der Basis einen neuen Geist bewegen müssen. Und wenn ich dazu meinen kleinen Beitrag leisten kann, dann ist jede Minute und jeder Tag, den ich da rein investiere, sehr viel wert und freut mich sehr. Aber ohne euch bin ich nichts. Und in diesem Fall dann gemeinsam für neue Basisdemokratie und für neue Beteiligung. So, und damit belasse ich es für heute erstmal und melde mich dann demnächst von was weiß ich wo in Deutschland. Aber es ist ja auch im Prinzip egal, wo ich bin, weil ihr kriegt mich überall übers Internet. Dankeschön.